Rachel Timmerman, eine 19-jährige Frau, wurde am 5. Juli 1997 leblos im Oxford Lake in Michigan, USA aufgefunden. Jemand hatte sie mit Steinen und Ketten erschwert, damit sie auf den Grund des Sees bleibt. Doch dies war nicht der erste Zwischenfall in Rachels Leben, denn diese Geschichte ist eine extrem düstere, die ihren Ursprung einige Zeit vorher hatte. Diese Geschichte beginnt am 6. August 1996. Zu dieser Zeit lebte Rachel Timmerman in Cedar Springs, einer kleinen Stadt in Michigan. Rachel kam aus einer zerbrochenen Familie und mit gerade einmal 17 Jahren wurde sie das erste Mal Mutter von einer Tochter namens Shannon. Rachel hatte außerdem eine ungewöhnliche Freundschaft mit einem Mann namens Wayne Davis. Davis war ein Veteran, der deutlich hinkte und eine Metallplatte im Kopf hatte. Zusätzlich litt er an posttraumatischem Stress von seiner Zeit in Vietnam. Egal wo Davis war, er hatte immer seine Feldjacke der Armee an, über die er oft scherzte, dass diese Jacke das einzige sei, was seinen Körper vor dem Zerfall bewahre. Die beiden hätten unterschiedlicher nicht sein können, aber trotzdem wurden sie Freunde und tranken oft zusammen, während sie Karten spielten. Davis war trotz seines Hintergrundes ein Mensch, der schnell Freunde finden konnte, was sogar Ermittler später auffallen würde. Dort hieß es, dass er einen ungewöhnlich großen Freundeskreis hatte. Am 6. August erhielt Rachel einen Anruf von Wayne Davis. Er bat sie, zum Kartenspielen zu kommen. Da sie vor 6 Wochen erst Mutter geworden war, war dies das erste Mal seit langem, dass sie wieder ausgehen und mit Freunden zusammen sein konnte. Sie überredete ihre Schwester Sarah, dass sie auf Shannon aufpassen sollte. Gegen 21 Uhr ging Rachel dann zu Davis' Haus. Vor Ort war sie die einzige Frau, ansonsten waren nur Davis' männliche Freunde da. Sie tranken, spielten Karten und rauchten eine Zeit lang. Später gesellte sich noch einer von Davis' anderen Freunden zu ihnen, Marvin Gabrion, zusammen mit seinem Neffen Mikey, der zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt war. Später am Abend beschloss Rachel, dass es Zeit war, nach Hause zu gehen. Sie und Davis verließen das Haus und machten sich auf den Weg zu Rachel. Doch Marvin hielt sie auf und bestand darauf, sie in seinem Auto nach Hause zu fahren. Er akzeptierte kein Nein als Antwort. Neben ihm saß auch sein Neffe Mikey. Rachel und Davis stiegen ein und gemeinsam fuhren sie los, aber als sie bei Rachels Haus ankamen, hielt Marvin nicht an, um sie aussteigen zu lassen, sondern fuhr weiter die Straße hinunter. Marvin hielt etwas weiter am Straßenrand an und forderte Davis und Mikey auf, auszusteigen. Als die beiden protestierten, drohte er ihnen. Davis war zu betrunken, um sich zu wehren, und Mikey war zu jung, um zu verstehen, was passierte. Nachdem die beiden ausgestiegen waren, fuhr Marvin mit Rachel im Auto davon. Er brachte sie zu einer abgelegenen Straße in der Wildnis. Marvin zerrte Rachel aus dem Auto und versuchte, sich auf sie zu stürzen. Ein Kampf entbrannte zwischen den beiden, bei dem Rachels Nase so sehr verletzt wurde, dass sie stark blutete. Sie verlor den Kampf gegen ihn und Marvin stellte das Unaussprechliche mit ihr am Straßenrand an. Danach drohte er Rachel, dass er ihrer kleinen Tochter Shannon etwas antun würde und sie zwingen würde, zuzuschauen, falls sie jemals jemandem von den Ereignissen erzählen würde. Rachel hatte schreckliche Angst, jedoch hatte sie eine Idee, wie sie Marvin dazu bringen konnte, sie zu sich nach Hause zu bringen. Sie tat so, als würde sie das Geschehene genießen. Sie sagte Marvin, dass sie mehr wolle, aber an einem Ort, der bequemer sei als der Wald. Rachel schlug ihr Bett im Haus ihrer Mutter vor. Marvin war von ihrem plötzlichen Enthusiasmus positiv überrascht. »Ich wusste, dass dir das gefallen wird. Ich hab's dir angesehen«, sagte er ihr. Als sie dann bei Rachels Haus ankam, rannte sie hinein und schloss die Tür hinter sich ab. Als Marvin bemerkte, dass er ausgetrickst worden war, hämmerte er wütend an die Haustür und sagte ihr, dass sie dafür büßen würde. Die Schwester von Rachel wurde durch das laute Klopfen wach und sah Rachels ruiniertes Gesicht. Rachel schnappte sich daraufhin die erstbeste Waffe, die sie finden konnte, einen Klauenhammer. Sie hielt den Hammer wie einen Knüppel, bereit zuzuschlagen, falls Marvin versuchte einzubrechen. Wayne Davis und Mikey waren auch im Haus zu diesem Zeitpunkt. Als Marvin erkannte, dass er in Unterzahl war, zog er sich zurück und verschwand in der Dunkelheit. Rachels Mutter rief einen Krankenwagen, kurz nachdem Marvin gegangen war. Bei Rachel wurde ein Test durchgeführt und DNA entnommen. Doch Rachel war sich nicht sicher, ob sie wirklich eine Anzeige erstatten sollte. Marvin hatte ihr gedroht und das machte ihr Angst.
Nichts in Rachels Leben bedeutet ihr mehr als ihre Tochter. Aber es gab noch einen weiteren Grund, weshalb Rachel zögerte. Sie war bereits zuvor in einer solchen Situation und damals hatte niemand etwas unternommen. Sie war damals erst 5 Jahre alt gewesen, wieso sollte es also jetzt anders sein, dachte sich Rachel. Es sollte aber noch schlimmer kommen. Als klar wurde, dass Rachel doch Anklage erheben würde, rief Marvin Gabrion die Polizei an und erzählte ihnen, dass Rachel während ihrer Bewährungszeit Gras geraucht hatte. Rachel wurde verhaftet und zu 5 Monaten Gefängnis verurteilt. Die Haft begann am 11. Januar 1997 im New Ago County Jail. Zu diesem Zeitpunkt war sie immer noch mit sichtbaren Kratzern und Narben von ihrem Kampf mit Marvin übersät. Rachels 19. Geburtstag, der letzte Geburtstag, den sie jemals feiern würde, verbrachte sie im Gefängnis. Sie machte sich Sorgen, ob Shannon sich noch an sie erinnern würde, wenn sie rauskäme. Einmal in der Woche brachte ihr Vater Shannon zum Besuch mit herein, aber Rachel musste sie durch ein Plastikfenster betrachten. Sie versuchte trotzdem das Beste aus ihrer Zeit im Gefängnis zu machen. Ihre Zellengenossin war eine 27-jährige Frau namens Charlene Madden. Die beiden verstanden sich gut und Charlene ermutigte sie sogar dazu, ihren Abschluss nachzuholen, da Rachel die Highschool abgebrochen hatte. Neun Tage nach Rachels Verhaftung wurde Marvin am 20. Januar 1997 verhaftet und angeklagt. Damals wurde ihm ein Haftbefehl zugestellt, der eine Liste von Personen enthielt, die vorgeladen worden waren, um vor Gericht gegen ihn auszusagen. Auf dieser Liste standen Wayne Davis, Rachel Timmerman und Mikey Gabrion. Bei einer Verurteilung drohten ihm bis zu 15 Jahren Gefängnis. Marvin wurde am 3. Februar dann auf Kaution freigelassen. Rachel kam erst 92 Tage später frei. Marvin konnte außerdem erreichen, dass sein Prozess erheblich verzögert wurde, weil der wichtigste Zeuge des Staates nun im Gefängnis saß. Weniger als 2 Wochen, nachdem Marvin auf Kaution freigelassen worden war, verschwand Wayne Davis plötzlich. Er wurde zuletzt am 12. Februar 1997 gesehen. Am Tag darauf besuchte seine Freundin sein Haus, fand es aber verlassen vor. Davis war nirgends zu finden. Seine Freundin Darlene Lazo fand jedoch eine Nachricht von Wayne Davis, in der stand, dass er beschlossen hatte, nach Kalifornien zu ziehen. Lazo sah sich jedoch im Haus um und stellte fest, dass alle Kleidungsstücke von Davis noch da waren und nichts eingepackt worden war. Insbesondere seine Feldjacke war noch im Haus und Lazo wusste, dass Davis das Haus nie ohne sie verließ. Sie bemerkte außerdem, dass Waynes Mikrowelle und einige Stereoanlagen fehlten. Diese Gegenstände wurden später in einem Second-Hand-Laden in Mid-Costa County gefunden. Die Besitzerin des Ladens, Alice Ray, identifizierte Marvin Gabrion als den Mann, der ihr diese Gegenstände verkauft hatte. Wayne Davis wurde erst 2002 in einem See gefunden, beschwert mit Ketten und Betonsteinen. Während ihrer Haft lebte Rachel in einer grauen Gefängniszelle zusammen mit 7 anderen Frauen. Ihr einziger Trost waren Briefe, die sie von ihrer Familie erhielt. Aber sie bekam auch merkwürdige Briefe von einer Person, die behauptete, Marvins Mutter zu sein. Die Verfasserin flehte Rachel an, die Anklage gegen ihren Sohn fallen zu lassen und forderte sie auf, zuzugeben, dass sie alles nur erfunden hatte. In den Briefen wurden aber auch Fragen zu Rachels Tochter Shannon gestellt. Wer würde sich um Shannon kümmern und wo würde diese Person wohnen? Am 5. Mai 1997 wurde Rachel dann aus dem Gefängnis entlassen. Sie beschloss, in das Haus ihres Vaters zu ziehen, anstatt wieder bei ihrer Mutter zu leben, weil sie wusste, dass Marvin die Adresse ihrer Mutter kannte. Es sollte jedoch nicht lange dauern, bis Marvin die neue Adresse auch herausfand. Rachel äußerte gegenüber Freunden und Kollegen immer wieder, dass sie Angst hatte, dass Marvin ihr etwas antun würde, wenn sie vor Gericht aussagen würde. Einmal hatte sie offenbar eine Panikattacke, als sie zum Haus einer Freundin rannte und dort alle Fenster schloss, Vorhänge herunterließ und sich dann in einem Zimmer verbarrikadierte. Rachel wurde am 3. Januar 1997 zum letzten Mal von ihrer Familie gesehen, 29 Tage nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis und 2 Tage vor der Anhörung gegen Marvin vor Gericht. An jenem Abend des 3. Junis ging sie mit einem Mann namens John Weeks aus. Rachel kannte John nicht wirklich, aber eines Tages rief er sie an und fragte, ob sie sich mit ihm verabreden wolle. Rachel lehnte zunächst ab, weil sie ihn nicht kannte. Dennoch blieb er hartnäckig und Rachel willigte schließlich ein.
John sagte ihr, sie solle Shannon zu dem Date mitbringen, weil er Babys ganz bezaubernd fände. Nach allem, was man hörte, war Rachel aufgeregt und glücklich, dass sie zu ihrem Date mit John aufbrechen konnte. Nachdem sie 5 Monate im Gefängnis verbracht und in ständiger Angst vor Marvin gelebt hatte, war dies eine willkommene Abwechslung. Es war auch eine Rückkehr zur Normalität für sie. Ihr Vater winkte ihr zum Abschied, nichts ahnend, dass er Rachel nie wiedersehen würde. Als sie ging, lächelte Rachel breit und sagte ihrem Vater, dass sie in ein paar Stunden zurück sein würde. Rachel kehrte an diesem Abend nicht von ihrer Verabredung mit John Weeks zurück. Ein paar Tage später erhielt der Vater von ihr einen Brief, in dem stand, dass die Verabredung so gut gelaufen war, dass sie beschlossen hatten zu heiraten. Sie wollten nach Arkansas durchbrennen. Am nächsten Tag kam ein weiterer Brief, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass ihr neuer Mann einen tollen Job bekommen hätte und deshalb nicht mehr nach Hause kommen würde. Crystal Roach, die Staatsanwältin, die für die Klage gegen Marvin zuständig war, erhielt ebenfalls einen Brief von Rachel. In diesem Brief gab Rachel zu, dass sie sich alles nur ausgedacht hatte, um Aufmerksamkeit zu erregen. Sie entschuldigte sich für die falschen Anschuldungen und flehte die Anwältin an, die Klage gegen Marvin Gabrion fallen zu lassen. Die Eltern von Rachel wussten nicht, was sie von den bizarren Briefen halten sollten. Die Briefe erschienen keinen Sinn zu ergeben, aber sie waren in Rachels Handschrift verfasst. Rachel hatte schon früher fragwürdige Entscheidungen getroffen. War es also wirklich unmöglich, dass sie mit einem Mann durchbrannte, den sie gerade erst kennengelernt hatte? Vielleicht war sie ja wirklich glücklich verheiratet in Arkansas und es gab keinen Grund zur Sorge. Am 15. Juni war der Geburtstag von Shannon, aber es gab keinerlei Lebenszeichen von ihrer Mutter oder ihr. Keine Bilder, keine Briefe, kein Hinweis auf den ersten Geburtstag. Es war, als wäre Rachel vom Erdboden verschluckt worden. Am 5. Juli 1997 angelten 2 Angler am Oxford Lake in New Ago County. Zu ihrem Schock und Entsetzen fanden sie beide die Überreste einer jungen Frau. Der Vater von Rachel war gerade auf Arbeit, als er die Nachricht hörte, dass eine Frau im See gefunden worden war. Er wusste sofort, dass es sich um Rachel handeln müsse. Die zahnärztlichen Unterlagen bestätigten schließlich, was er vermutete. Die Beerdigung von Rachel Timmerman fand am 17. Juli 1997 statt. Kurz nach der Zeremonie erhielten ihre Eltern Beileidsschreiben von einer Reihe von Frauen, die Rachel im Gefängnis kennengelernt hatte. Die meisten dieser Frauen waren noch inhaftiert. Sie sprachen von Rachels fürsorglicher Art, davon, wie sie eine Quelle des Trostes für andere Insassinnen war, wie sie sich beim Schachspielen und gemeinsamen Beten verbunden fühlten und wie sehr sie ihr Baby Shannon liebte. Rachels Eltern waren sehr dankbar für diese Briefe und schrieben jeder der Frauen einen Dankesbrief, nur um einige Monate später herauszufinden, dass fast alle Briefe, die sie an die Frauen geschickt hatten, vom Personal beschlagnahmt und vernichtet worden waren, ohne dass die Frauen sie je zu Gesicht bekamen. Nur ein Brief erreichte Charlene Madden, die Rachels Zellengenossin war. Sie schrieb sofort zurück. Als Rachel zum ersten Mal Anrufe von John Weeks erhielt, wusste sie nur, dass er ein Gast in dem Restaurant war, in dem sie zur damaligen Zeit arbeitete. Was genau am Telefon besprochen wurde, ist nicht klar, jedoch gelang es John, sie zu überreden, sich mit ihm zu treffen. Was Rachel jedoch nicht wusste, war, dass John die ganze Zeit für Marvin Gabrion arbeitete. Es ist unklar, warum John bei diesem Plan mitmachte. Was genau dann passiert, ist bis heute nicht ans Tageslicht gekommen, aber es wird das Folgende vermutet. Rachel und John gingen zu ihrem Date und alles war normal, bis plötzlich Marvin zu ihnen stieß. Als Rachel ihn sah, versuchte sie wegzulaufen. Ein Zeuge hat später gesehen, dass Marvin zu diesem Zeitpunkt mit Kratzern und blauen Flecken übersät war, also ist Rachel nicht kampflos geflohen. Sie wurde danach zu einem abgelegenen Campingplatz in der Nähe des Oxford Lake gebracht, wo sie gezwungen wurde, die Briefe zu schreiben, in denen sie die Vorwürfe gegen Marvin abstreitet und erklärt, dass sie nach Arkansas ziehen würde. Nachdem sie diese geschrieben hatte, wurde sie mit Handschellen und Ketten gefesselt, die mit Steinen verbunden waren. Dann wurde sie in ein kleines Boot gesetzt und auf den Oxford Lake hinausgepaddelt, wo sie ins Wasser gestoßen wurde. Aber auch John Weeks sollte kein Zeuge dieser Tat bleiben. Er wurde zuletzt am 22. Juni 1997 gesehen. An diesem Tag erzählte er seiner Freundin, dass er mit Marvin nach Texas fahren würde. John kehrte von diesem Roadtrip nicht zurück.
Es wird allgemein angenommen, dass Marvin John Weeks das Leben genommen hat, um alle möglichen Zeugen in diesem Fall aus dem Weg zu räumen. Überreste von John Weeks wurden nie gefunden, aber man geht davon aus, dass er in irgendeinem See in Michigan ist. Kurz darauf floh Marvin aus dem Bundesstaat und tauchte unter. Schließlich wurde er von einem FBI-Einsatzteam in New York verhaftet. Das FBI fand heraus, dass Marvin wahrscheinlich 1995 oder 96 einem Mann namens Robert Allen das Leben genommen hatte und seither seine Identität angenommen hatte. Marvin benutzte noch viele weitere Decknamen. Durch die große Reihe an Taten galt er deshalb offiziell als Serientäter. Während seines Prozesses trat Marvin in den Zeugenstand, um zu seiner eigenen Verteidigung auszusagen. Zunächst behauptete er, einen Abschiedsbrief von Rachel erhalten zu haben, in dem sie erklärte, dass sie sich selbst das Leben nehmen wolle, indem sie in den See sprang. Später beschuldigte er Rachels Vater, dass er die Tat begangen habe. Er beschuldigte noch einige andere und änderte oft seine Ansicht der Dinge. Der Staat Michigan hatte 1847 die Todesstrafe abgeschafft, aber der Oxford Lake lag in einem nationalen Waldgebiet, was bedeutete, dass die Staatsanwaltschaft Marvin Gabriel nach dem Bundesgesetz anklagen konnte. Marvin wurde am 5. März 2002 für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Marvin Gabriel ist immer noch im Todestrakt und wartet auf die Vollstreckung. Er wurde nie für die Taten an den anderen Menschen verurteilt, aber er wird für das Verschwinden der vier anderen verantwortlich gemacht. Lediglich Wayne Davis' Überreste konnten aufgefunden werden. Von den anderen fehlt bis heute jede Spur. Gute Nacht und bleibt gesund.